So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück im Pausenmenü von Let's Play Skyrim. Wir sind ja gerade mitten in einem Gefecht, mussten aber die letzte Folge unterbrechen, damit wir alles hier nicht ein bisschen übersteuern. Wir wollen ja uns noch normal halten. Jetzt geht's weiter mit der 99. Folge, die Folge vor der 100. Boah, ich freue mich schon auf die 100. Ah, nee, nicht speichern. Brauchen wir nicht. Tja, Leute, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir sind immer noch ein bisschen am Cheaten hier. Grund dafür war Zeitmangel, also würden wir nicht cheaten, würden wir ganz massive Probleme mit der 100. Folge bekommen. Wir würden nicht rechtzeitig fertig werden. Die 100. Folge würde nicht so stattfinden, wie ich es gern hätte. Aber die muss so stattfinden, wie ich es gern hätte. Deswegen müssen wir mal ein bisschen cheaten. Aber ich würde gern, wenn wir mal dabei sind, können wir das natürlich ausnutzen. Machen wir natürlich auch. Wir nehmen die hier. Ich will die Waffen lieber skillen. So, zack. Und ich muss den Schrotkolben von Molag Bal mal wieder aufladen, sehe ich gerade. Ich kann damit. Oh, guck mal, der. Oh, der ging ja mal gerade schnell drauf, muss ich ehrlich zugeben. Mit dem Schrotkolben, mit dem Schrotkolben kann ich ja eigentlich Seelen einfangen. Aber wenn man nicht gut genug aufgeladen ist, dann wird daraus auch nichts. So, momentan bin ich natürlich scharf darauf, die Waffen hier zu leveln. Ja, wäre eine gute Idee. So. Die machen wir noch schnell fertig im Cheater-Mode, denn wir müssen einfach fertig werden. Ich muss mich jetzt für die nächste Folge vorbereiten. Die wird ja schon ganz besonders. Da bin ich auch schon ganz hippelig drauf, ein bisschen. Weil die einfach so geil wird. Super, während ich ja Farkas tot kloppe. So, wie viel haben wir denn noch? Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. So, wo kommen sie jetzt raus? Wo kommt der denn jetzt her? Ich habe gar nicht gesehen, wo der überhaupt rauskam. Boah, Farkas, renn nicht immer im Weg rum. Ich klopp dich noch tot irgendwann. Jetzt hast du dir aber wirklich ein tolles Publikum ausgesucht. So, einhändig 59, das ist doch mal was. Das ist doch ganz. Das ist immer ganz gut. 51 ist immer gut. Und die Gegner, jetzt haben wir Gegner, jetzt haben wir Gegner genug hier, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, ob ich das. Doch, das zieht dem Leben, das ist gut. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen bei dem ganzen Lärm hier. Es ist ein bisschen laut, wenn wir hier immer nur und hören. So, jetzt aber. Jetzt! Zack, bist du tot. Wir haben hier hinten nur noch einen, den schnappe ich mir mal gerade, auch wenn da einer hinter mir herrennt. So, tot mit dem Feigling. Wow, Farkas ist schon wieder so gut wie tot. Na toll, klaut mir noch einen Kill, ey. Finde ich unglaublich. Ach, guck mal, der Fuzzi hier drin ist auch raus. Welcher war denn das jetzt? Oh. Jetzt habe ich hier alles totgemetzelt und habe nicht mehr mitbekommen, wer der Typ da drin war. Der war es aber nicht. Was haben wir denn hier? Blitzresistenz. Oh, eine orkische Rüstung. Und das nehme ich natürlich gerne mit. 200 Gold, orkischer Zweihänder. Na gut, ich spiele nur seltenst mit Zweihändern. Gerade eben zum Beispiel aber wirklich nur seltenst. Oh, vergessen die Zeit zu stellen. Gut, mein Pech, haben wir ein paar Minuten länger. Glück im Unglück, kann man da sagen. So, jetzt kommen wir hier raus. Das wusste ich noch vom letzten Mal. Musste ich jetzt nicht lange suchen, das. Gut. Die Zeit, die wir gerade eben eingespart haben, ja, passt wieder ungefähr. Nein, passt eigentlich nicht. Ich möchte es eigentlich ewig lang suchen und dann vergessen haben, die Zeit zu stoppen. Dann passt's wieder. Aber jetzt habe ich ja quasi doppelt Zeit gespart.
quasi. Ist ganz gut, dann kommen wir auch ein bisschen länger hin. Ich muss mal gucken, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder zurückkehren zu diesem komischen Typen. Da gibt es halt diese komische Einweihung noch und bla 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 und boah. Ich meine, ich kann ja wohl schlecht die 100. Folge mit dem Farkas im Nacken machen. Das geht ja nicht. Das wäre ja saublöd. Das wäre ja saublöd. Mal gucken, wie lang die 100. Folge wird. Ich habe so gedacht, eine Stunde könnte das ungefähr werden. Eine Stunde. Stunde bis anderthalb. So geil wie die erste Folge kann es natürlich nicht werden mit diesen ganzen Videosequenzen. Da gibt ja keine mehr. Aber mal gucken, was wir noch machen könnten. Eventuell kann man den ein bisschen weiter Hauptquest machen oder. Was, was? Ach, was weiß ich. So, die Truhe ist leer. Wo sind wir noch überlegen? Da müssen wir lang. Hier kommen wir her. Jetzt müssen wir natürlich nur noch überlegen, was macht man da in der 100. Folge überhaupt? In der nächsten Folge. Ist das eine besondere Folge? Ich könnte natürlich erstmal so eine kleine Zusammenfassung machen. Reise ich zu jedem Ort, der was bedeutet, also zur. Boah, was würde denn bedeutend sein? Die Diebesgilde wäre bedeutend, die Gefährten, wenn es bedeutet, die Hauptquest ist bedeutend, aber die Hauptquest kann man kann nicht so irgendwo hinreißen. Naja gut, wir können uns auf jeden Fall mal so ein bisschen umgucken. Einfach mal ein bisschen Fun haben in der Folge. Ich glaube, jetzt haben wir ja nur Missionen gemacht. Jetzt können wir mal einfach das machen, worauf wir richtig Bock haben. Was wäre denn da richtig geil? Ah, ich glaube, ich habe da sogar eine ganz gute Idee, was wir machen können. Das ist zwar ziemlich riskant, aber. Ja, ich glaube, das können wir mal machen in der letzten Folge. Das habe ich zumindest früher immer ganz gerne gemacht. Ich will jetzt natürlich nicht verraten, was es ist. Es soll ja so eine kleine Überraschung noch werden. Aber das habe ich früher immer ziemlich gerne gemacht. Aber wenn wir das machen, kann das auch ziemlich in die Hose gehen. Also das, was wir machen werden, könnte auch für uns einerseits ziemlich tödlich enden. So, und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Deswegen. Das wird dann quasi erst einmal so eine inoffizielle Folge. Oh, guck mal, die machen wir doch gerade alle platt hier. Zack, zack. Da hinten sehe ich eine Truhe. Haben jetzt hier irgendwas entdeckt. Ich weiß nicht was. Es ist mir auch egal. Also sieht aus wie ein Friedhof. Aber guck mal, das ist gerade hier in der Nähe. Wir haben da ja gerade ein bisschen Zeit eingespart. Oh. Ich glaube, die bewachen hier irgendetwas, was sich zu bewachen lohnt. Ach, guck mal, Farkas rennt uns immer noch hinterher, also dem müssen wir in dieser Folge tatsächlich loswerden. So, jetzt haben wir hier allerdings eine Truhe, die verschlossen mit Meister ist. Sind wir gut gefragt? Da würde ich natürlich gerne reingucken. Guck mal, so eine große Truhe lasse ich jetzt hier nicht stehen. Auch wenn wir ein bisschen unter Zeitdruck sind. Muss ich mir halt immer doppelte Mühe geben. Ich meine, so viel Chillerei muss ja noch sein. So, jetzt frage ich mich gerade, ob es hier zwischen eventuell. Nee, muss man da runter. Verdammt. Ich frage mich eigentlich gerade, was höher ist. Meister oder Experte? So. Ich muss ja mal auch gucken, ob meine Dietriche übrig. Da haben wir nämlich nur 37, jetzt 36. Ah, Schlösser knacken, da müssen wir langsam mal gucken, dass wir da 100 kommen. Dann können wir dann nämlich so einen Universalschlüssel quasi freischalten. Dann zerbricht der nicht mehr. Dann müssen wir uns nie wieder Gedanken machen, ob uns die Dietriche mal ausgehen werden. Boah, dann war ich ja die ganze Zeit viel zu weit unten. Mal gucken, passt das jetzt so? Ne, passt noch nicht, muss noch weiter runter. Jetzt kommentiere ich hier, wie man ein Schloss öffnet. Ist das nicht geil, Leute? Wolltet ihr das nicht schon immer alle mal hören? Wie? Geht's jetzt nicht mehr, oder was? Ah, da muss ich also weiterhin. Boah, ich habe wahrscheinlich für das Schloss hier über 20, endlich. Über 20 Dietriche verpulvert. Orkische Panzerhandschuhe, das nehme ich gerne mit. 280 Gold, großes, mit schwacher Seele, ey, komm. Achso, ist nur ein kleiner, dann passt's ja. Ach, guck mal, was da alles rumfliegt. Hier kommt man wohl nicht rein, ne? Scheint nicht so. Das hier ist so eine Art Friedhof, glaube ich.
Ja, aber nix bei. Nee, das sind Gräber. Das sind mal ein paar modernere Gräber. Ah, das hat nur gerade so ein Busch gesammelt. Aber ich muss ehrlich zugeben, hier war ich noch nie. Noch nie in meiner gesamten Let's Play-Laufbahn, denn hier gibt es nämlich, soweit ich weiß, auch keine Mission. Aber egal. Wir haben es jetzt eilig. Mal gucken, wo sind wir denn? Ah, hier. Wir kehren zurück zur Heimat ab nach Weißlauf. Da hoffe ich jetzt mal, dass wir jetzt nicht weiteren Ärger bekommen oder etliche Missionen. Das wäre nämlich nicht so geil. Ah, ich muss den Cheat noch wieder ausmachen, fällt mir gerade ein. Wir haben ja letzte Folge gecheatet, weil das unpraktisch war, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. In dieser. Norbella. Habe ich glaube ich in dieser Folge schon mal erwähnt. Habe ich das? Habe ich nicht? Doch, habe ich. Müsste ich erwähnt haben. Naja. Müssen wir erstmal gucken. War nicht anders möglich. Wir haben jetzt noch ungefähr 13 Minuten Zeit für diese eine Folge hier. Danach müssen wir auch schon Ende machen. Wieder Ende machen. Denn ja, danach gibt es die Hundertste. Das ist nun mal der Nachteil an so Folgen. Ah ja, ich wollte ja hier, genau, stimmt. Sonst spielen wir ja mit Cheat weiter und merken das ja gar nicht. So, einmal Waffen ziehen. Oh! Das sehe ich ja erst jetzt. Ich bin ja total überladen. Na gut, jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, dass ich hier ein bisschen Gewicht locker lasse. Haha, das kann ich natürlich nicht fallen lassen. Die Kinderpuppe, das will mein Kind ja nicht haben, kann ich auch hier lassen. Wahrscheinlich war die gestohlen, deswegen wollte es niemand haben. Guck mal, zweimal Zangen, das sind auch nochmal zwei Gewicht. Boah, aber ich kann ernsthaft nur so wenig hier lassen. Die orkische Rüstung nehme ich doch mit, bin nur nicht stappisch. Ah, das kann man doch immer hier lassen. Da habe ich doch bestimmt auch noch eine Ausgabe von zu Hause rumliegen. Schade, dass es nicht irgendwelchen Bettlern schenken kann. Ah ja, siehst du, mein Streitkolben. Das ist aber auch ein Riesending, der Streit, das Streitkolben, muss ich ehrlich zugeben. Das Ding ist echt groß. Verdammt, jetzt sehe ich natürlich nichts. Da ist er. Warum? Ja, gerne. Gerne, alter Mann. Oh, die Sonne geht auf. Mein Vampirblut ist am Wallen. Folge Willikas. Der ist natürlich andersrum gerannt. Geil. Muss ich jetzt sprechen mit dem? Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile. Alles eine Frage des Schwungs. Hier. Oh so, nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Ich bin da. Heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert und hat seinen Mut bewiesen. Wer wird für ihn sprechen? Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Danke. Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihm stehen, auf dass die Welt uns niemals überhole. Rücken an Rücken. Werdet ihr ihm zu Ehren eure Schwerter erheben? Er ist bereit, das Blut seiner Feinde zu sehen. Und werdet ihr eure Krüge in seinem Namen erheben? Ich würde ein letztes Lied des Triumphes singen, wenn Sorry. unsere Methalle in seinen Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Dein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den Tagen ferner grüner Sommer vereint. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Nun, Junge, ihr gehört jetzt zu uns. Ich glaube, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Nee, nee. Sehr schön.
So, die Kollegen muss ich jetzt nach Arbeit fragen. Ich bin Kriegerin und keine Schmiedin. Nee, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Einfach sagen, ob der Griff schlecht ist. Wenn Eolund ihn hergestellt hat, haltet ihr uns falsch. Ich hätte wir können uns morgen Kraft darum kümmern. Und mein Bruder seine. So, das ist doch jetzt gut. Das ist gut. Das ist gut. Machen wir jetzt Folgendes. Wir reisen erst einmal wieder zurück in unser Haus Seeblick. Ja. Wir haben jetzt noch ungefähr 8 Minuten Zeit. In diesen 8 Minuten kriege ich auch noch was auf die Reihe. Hoffe ich mal. Ha, Tatsache, Leute. Da ist mir gerade mein Fraps abgeschmiert. Da bin ich wieder einfach gerade zurück nach Hause gereist. Ich glaube, für die 100. Folge werde ich gleich nicht Fraps benutzen. Da werde ich, glaube ich, Camtasia Studio nutzen. Das ist, glaube ich, in dieser Hinsicht sicherer, dass es nicht abschmiert. Eine Stunde ist schon ziemlich lang für so Fraps. Da kann es eventuell passieren, dass es abschmieren wird. Das ist natürlich äußerst unpraktisch. Das wäre, glaube ich, nicht so geil für die 100. Folge. Also, ne, wenn es abschmiert, gut, kann ich nichts dran machen. Passiert halt mal. Irgendwie immer öfter in letzter Zeit. Das gefällt mir doch nicht so. Aber gut. Ich hoffe mal, dass es mit Camtasia nicht so sein wird. Oh, es hätte nochmal schnell Wetter laufen lassen. Die Folge wird doch ein bisschen länger sein, als erwünscht. Ah, egal, vielleicht eine halbe Stunde. Wird die jetzt lang sein. Muss mal gucken, weiß ich natürlich nicht. Sehe ich natürlich gerade eben nicht. Kann ich euch natürlich nicht sagen. Ach ja, guckt mal an. Oh. Papa, ihr seid wieder da. Ah. Wollen wir etwas spielen? Nee, jetzt nicht. Oh. Braucht ihr etwas, Papa? Eine Tochter, die nicht im Boden feststeckt. Wie wär's damit? Boah, irgendwie seitdem der Fuchs hier drin ist, habe ich mir das Gefühl, dass es ein bisschen mal schepp läuft hier. Ich weiß nur nicht was. Hoffentlich klaut er mir nichts oder so. Das finde ich gar nicht geil. So, erstmal der ganze Klabberadatsch hier rein. So, hier kommen wohl wertvolle Gegenstände rein. Oh, hier haben wir doch gleich was. Komm, Verzauberung kommt jetzt hier mit rein, habe ich gerade eben beschlossen. So, und das kommt dann noch mit rein. Fertig. So, dann können wir hier unsere ganzen Amethysten und frag mich was reintun. So, Granatstein. Haben wir sogar 2 von gerade gehabt. Wusste ich gar nicht. Na, davon haben wir keine aufgenommen, das weiß ich zufälligerweise. So, und hier haben wir ja, ach ja, alle Waffen drin. Na, den kann man hier abtun, das kann man hier reintun. Elfenpfeile nehme ich mit, das kann man hier reintun. Weg, weg. Ja, das kann ich auch hier reintun. Wir haben jetzt genug Pfeile, das kann weg. Ja, kann weg. Das behalte ich mal. Das behalte ich. Aber ich will nicht das ausrüsten. Ich will die Zwergenpfeile ausrüsten. Ich müsste eigentlich gar nichts gerade ausgerüstet haben. So, und hier kommen verzauberte Bekleidungsteile rein. Das lege ich mal ab. So, was haben wir denn hier noch? Hier kommen nicht verzauberte rein. Das haben wir, glaube ich, gerade nichts da. Schade. Lass mich mal gerade gucken. Was haben wir denn noch alles dabei? Ach, erstmal bringen wir die Schriftrollen weg, damit unser Auswahlmenü ein bisschen kleiner wird. Die waren noch hier. Nee, da waren wertvolle Gegenstände drin. Hier haben wir noch einen Tresor hier. Was kommt hier rein? Schriftrollen. Weg damit. Dann haben wir noch jede Menge Essen. Ah, wenn mein Haus drüben fertig ist, müssen wir natürlich erstmal alles in die Küche drüber tun. Zutaten, das kommt hier vorne in die Truhe rein. Ich wohne gerne hier. Ich wohne gerne hier, ja, ich auch. Das ist mein Haus. So, boah, haben wir mal eine ganze Menge Klabberadatsch dabei. Mein lieber Scholli. Da wird's doch gleich ein bisschen leichter. 17 Vampirstaub haben wir dabei. Ernsthaft? Na, wenn die das der Meinung ist, was haben wir noch dabei? Ja, sonstiges ist immer wieder mal ein bisschen was dabei. Ach ja, wir haben ein paar Felle wieder. Wir haben ja hier unseren Pelzschrank. So, haben wir hier 2x Fell haben wir. Rein damit. Was haben wir eigentlich an Gold? 4000. 4900. Fast 5000. Ist doch gut. Da freue ich mich doch. So, das können wir rein. So, und hier haben wir ja unsere Arbeitsmaterialkiste. Huch. Buggy.
So, da können wir dann mal hier ein bisschen was. Lederstreifen. Guck mal, 33, das ist ein Gewicht von knapp 3, das wir jetzt hier wieder rausgetan haben. Also hat sich doch eigentlich gelohnt. So, haben wir immer noch so schwer. 205. Was tragen wir denn bitte mit uns, dass wir 205 wiegen? Wollt ihr mir jetzt ernsthaft erzählen? Ja, gut, ihr habt ein Gewicht von 35. Das ist ein Gewicht von 4. Das ist aber nicht so schwer. Das kommt auch noch da hinten rein. Bücher haben wir eigentlich null Gewicht. Schlüssel, die wiegen ja auch nichts. Aber wir haben jede Menge Zaubertränke dabei, die alle 0,5 wiegen. Ich glaube, ich muss mich nochmal ein bisschen mit den Zaubertränken auseinandersetzen. Gut. Und dann machen wir jetzt Folgendes einfach. Wir haben ja hier hinten eine Truhe mit Zaubertränken. Da machen wir jetzt ganz easy. Tun hier alle Zaubertränke rein. Und nehmen uns einfach nur Heiltränke. Denn die sind eigentlich am wichtigsten. Wenn wir irgendwelche Missionen machen, können wir ja immer noch hergehen und uns die holen, aber die sind einfach zu schwer. Guck mal, was das hier für ein Gewicht ist, Leute. Mal ganz ehrlich. Das ist ja richtig sau, ja sau schwer. Das will ja keiner tragen. So, Truhe. Oh Gott, wo sind denn jetzt bitte. Zaubertrank der Gesundheit. Ne, den will ich nicht. Das will ich. Zack, zack, zack. Das nehme ich nochmal ein, ja, nehme ich einen von mit. Falls ich mal ein bisschen schneller regenerieren muss, aber das muss jetzt reichen. So, dann gehe ich her. Wir haben ja hier, was? Wir haben ja hier so Rüstungsständer, so coole. So, was ich auch nochmal machen könnte, was mir gerade einfällt. So. Weg mit dem Ding, der hat nämlich auch keine Energie mehr. Die ganzen Waffen, die hier hängen, müssen inzwischen mal alle wieder aufgeladen werden. So, gehen wir erstmal hier, gucken mal. Plündern wir erstmal diese Puppe hier. Und diese Puppe plündern wir auch mal. Wieso hat denn der sowas an? Verstehe ich nicht so ganz. Ist mir ein kleines Rätsel. So, dann ziehen wir erstmal diese Puppe hier an. Was machen wir da? So, die kriegt erstmal. Die ist da. Das da. Schuhe muss ich erstmal finden. Oh, das ist nochmal schickimicki, ne? So, müssen wir jetzt hier mal gerade gucken, was wir hier denn so an Helmen haben. Ob wir da noch irgendwas Verzaubertes da haben. Kann ja sein, ich weiß es jetzt gerade nicht. Muss ich überprüfen. Oh, Tatsache, wir haben einen Ebenerzhelm hier. Wir haben einen Ebenerzhelm? Das wusste ich ja gar nicht. Oh, wir haben auch orkische Stiefel. Die nehme ich doch auch. Sabalot, was wir alles hier haben, das wusste ich ja. Warum weiß ich denn davon alles nichts? Oh, da sieht man mal, das Display geht schon so lange. Da weiß ich gar nicht, was wir alles schon hier haben. So, dann kommt der Klapperadatsch da rein. Das kommt da nicht rein, das ist nämlich verzaubert. Das kommt da auch nicht rein. So, okay, das kommt da, aber das kommt hier rein. Das kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt da nicht rein. So, wir gerade gucken hier. So, wo sind jetzt hier? Da sind sie. Nehmen. Geht der wohl nicht. Der kriegt den Ebenerzhelm geben und orkische Stiefel geben. So. Ja, das ist unser Krieger jetzt. So würden wir aussehen, wenn wir uns hier prügeln gehen wollen würden. Ich hoffe, das war jetzt korrektes Deutsch, ne? So, gucken wir mal. Aber da wir jetzt natürlich so wenig wie möglich wiegen wollen, da wir in der nächsten Folge etwas vorhaben, wofür wir ein bisschen Gewicht eventuell mitnehmen könnten, müssen wir gucken, dass wir jetzt in den letzten 20 Sekunden noch so viel wie Gewicht möglich ist loswerden. So, wir haben nämlich hier oben nochmal nämlich den Kleiderschrank. Da haben wir ja unsere ganze feine Kleidung hier reingetan. Hat weiß ich zufälligerweise noch. Das kommt da noch rein, das kommt da rein, das kommt da rein und das kommt da rein. So, Zeit ist um. Leider kann ich jetzt nicht auf die Sekunde genau Schluss machen. Ich muss ja noch gerade schnell hier ein bisschen was weglegen. Also wie gesagt, ihr seht, wir haben nächste Folge tatsächlich wirklich was vor. Denn wir werden hier rumlaufen mit so wenig Material, wie es uns nur irgend möglich ist. So.
Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das wiegt nichts, kann man auch lassen. Die Seelensteine könnte ich eventuell nochmal gerade gucken. Dass ich zumindest die gefüllten weg. Einen Bogen brauchen wir, Pfeile brauchen wir, eine Spitzhacke brauchen wir, das brauchen wir. Und mindestens eine Nahkampfwaffe brauchen wir. So, dann können wir noch einen Zauber drauf machen, dann passt das wieder. Ihr braucht etwas? Nee. Hängt die da immer noch unterm Tisch? Ich fasse es nicht. Meine Güte, meine Kinder, es verstecken sich laufend unterm Tisch hier. So, gucken wir mal. Hier haben wir großen Seelensteine. Gewöhnlich großer Seelenstein. Ja, soll ich denn die großen leeren? Lassen wir auch mal hier. Die wiegen ja was. Also hier geblieben. So, und schwarz haben wir gerade nicht dabei. Fangen wir mal hier an. Gewöhnlicher mal hier. Dann kommt hier ein gewöhnlicher rein. So, und das war es auch schon an gewöhnlichen. Hier haben wir die winzigen. Ablegen. Dann haben wir hier einen kleinen. Ablegen. Dann haben wir hier, oh, hier haben wir schon die Seelensteinfragmente. Ach ja, stimmt, wir haben ja noch einen kleinen. Der ist nur beladen. Ablegen. Noch einen. Ablegen. So, weg ist er. Jetzt haben wir noch die Triche, die müssen wir natürlich mitnehmen. Fackeln. Gold und Steine von Barentzia, die wir nicht ablegen können. Gold wiegt nichts. Fackeln 0,5, die Triche auch nichts. Das ist vollkommen in Ordnung. So, mal gerade einen Blick drüber werfen. Waffen habe ich einen Check gegeben. Da habe ich einen Check gegeben, da habe ich einen Check gegeben, da habe ich einen Check gegeben. Guck mal, Leute, das haben wir schon alles an Schlüsseln hier. Das ist doch was, ne? Und da gebe ich auch meinen Check drüber. Noch ein letztes Mal hüsteln vor der... geht ja gar nicht. Noch ein letztes Mal hüsteln vor der 100. Folge. Die Nase schniefen. Sich freuen, dass das erste Quartal rum ist. Und euch selbstverständlich noch einen weiteren schönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer wünschen. Schöne Nacht noch, je nachdem, wann ihr das jetzt gerade guckt. Ich bedanke mich recht herzlich für die ersten 99 Folgen beim Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der 100. Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Macht's gut, Leute. Habt noch eine Menge Spaß bis dahin. Wir wollen ja alles mit froher Laune machen. Für die nächste Folge bringt jeder auf jeden Fall viel gute Laune mit. Und eine Menge Spaß und Zeit natürlich. Das dauert ein bisschen länger diesmal. Ja, auf Wiedersehen, Leute. Das war's wieder. Euer Alison Burger. Tschüss.